Ich bin froh, dass jetzt zumindest nachdem bewaffnete Spezialeinheiten die Büros der Oppositionsparteien in Kiew geräumt haben, zerstört haben zum Teil, dieses Parlament geschlossen dafür eintritt, eine ganz starke Präsenz in Kiew zu organisieren. Letzte Woche war diese Entscheidung ja noch nicht möglich. Ich bedauere das sehr, dass es diesen Willen, in Kiew auf dem Maidan zu sein, als offizielle Delegation des Parlaments nicht am Wochenende gab. Wir hätten vielleicht was verhindern können. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert und wir die Resolution, die wir gestern verhandelt haben, dass wir die heute gemeinsam verabschieden. Es zeigt sich ja in Kiew eine große Schwäche der Europäischen Union, nämlich mit einer einheitlichen Politik tatsächlich zu agieren. Was die Ukraine angeht, zeigt sich im Moment immer wieder diese ganz große Schwäche, eine Russlandpolitik aus einem Guss zu machen. Und ich hoffe nicht, dass diejenigen, die Freiheit und Demokratie in der Ukraine wollen, jetzt für diese Unfähigkeit der Europäischen Union bezahlen müssen. Zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich glaube, wir sind in der Gefahr, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich finde es wirklich richtig, dass mal überlegt wird, wie wir uns unsere gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik eigentlich vorstellen. Wo wollen wir stehen in 5, in 10 Jahren? Was lernen wir eigentlich aus militärischen Interventionen? Was lernen wir aus Atalanta? Was lernen wir vom französischen Einsatz in Mali oder aus der Flucht, ja, auch europäischer Soldaten aus Afghanistan? Was brauchen wir gemeinsam, ja? Wenn das an den Anfang dieser Debatte gestellt wird, dann glaube ich, hilft das wirklich für eine bessere, gemeinsamere Politik. Und dann angesichts knapper Kassen, ja, in der Europäischen Union, angesichts der Situation, dass wir sehr, sehr wenig Geld für gemeinsame Sozialpolitik oder für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union in unserem geflatterten Haushalt haben, jetzt die Idee, aus dem europäischen Haushalt Drohnen, ja, und anderes Equipment anzuschaffen. Mein Gott, was ist denn hier eigentlich los? So kann man bestimmt nicht die Stimmung in der Europäischen Union umdrehen. In Sachen Gerechtigkeit, Bankenunion, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon darüber diskutiert haben. Ohne das Europäische Parlament und einige engagierte Kollegen wie zum Beispiel unseren Sven Giegold oder Philipp Lamberts, ja, hätten wir nicht die erste Säule der Bankenunion, hätten wir überhaupt nicht die Bankenaufsicht. Und ob wir, was der Gerechtigkeit in Europa sehr dienen würden, diesen Abwicklungsfonds gespeist von den Banken bekommen, ja, das steht für mich noch auf einem fast unbeschriebenen Blatt, weil es wird doch schon wieder alles blockiert. Meine Damen und Herren, Herr Verhofstadt hat angesprochen, die Anforderungen, die wir brauchen, damit der Euro dauerhaft stabil wird, damit wir aus der Krise rauskommen. Wir müssen in eine gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik diese wichtigen Schritte tun. Aber das, was Sie vorgestellt haben, Herr Šefčovič, das ist das Gegenteil. Wer will, dass sich die Geschichte von Griechenland wiederholt, ja? Dass ein Land, das am Anfang der Debatte, ja, bereit war, über Reformen zu diskutieren, indem es eine Reformstimmung gab. Wer will, dass sich diese Geschichte wiederholt und dass aus Reformstimmung einfach nur noch Zukunftsangst wird, dass mehr und mehr Menschen nach rechts und in populistische Bewegungen sich flüchten, weil sie keine Hoffnung mehr auf Europa richten. Der muss genau diese Kontrakte, diese Verträge forcieren, wie Sie sie jetzt vorschlagen. Das ist antieuropäisch, das ist undemokratisch, und dafür wird es aus meiner Fraktion nie eine Zustimmung geben.